Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Nach längerer Zeit mal wieder, also nach fast 2 Monaten, mal wieder ein Video von der hier. Von der kommen irgendwie wenig Videos, weil ich auch bemerkt habe, dass diese Maschine beliebter ist, also meine Maschine. Aber ist ja auch okay. Von der mache ich ja die meisten Videos, von der nicht mehr so oft. Es sei denn, wenn ihr wollt, dass hier auch von der öfters Videos kommen, dann mache ich das natürlich. Weil die läuft weiterhin 5-mal pro Woche oder so. Ich wasche halt nur meine komplette Wäsche da drinne. Und hier ist die komplette Wäsche, die nicht von mir ist. Auf jeden Fall läuft hier gerade mit Handtüchern und Lappen. Auf Hygiene 90. Extra Spül nicht abwählbar. Waschmittel ist Weißeritz Universalpulver. Wie viel es ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe das mit solchen Deckeln von Parfümpellen abgemessen. Aber davon 2 rein. Genau. Also ich denke mal, von der hier würde jetzt so einmal im Monat oder so Video kommen. Aber wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich hier von öfter, also so alle, vielleicht alle 2 Wochen oder so mal ein Video mache, schreibt mir das in die Kommentare. Wenn mehrere dafür sind, mache ich das so. Und vom Trockner, der läuft ja in der Woche auch ein paar Mal. Zwischen 2 und 4 Mal. Kommen ja ab und zu auch mal Videos. Und es wurde auch mal vorgeschlagen, dass ich ein Spin Race mache, also dass die gegeneinander schleudern. Das kann ich machen, aber ich muss noch mal gucken, wann ich das mache und wie ich das mache, weil die beiden Maschinen dürfen nicht gemeinsam Wasser nehmen, nicht gemeinsam abpumpen und nicht gemeinsam heizen. Deswegen ist ein Wash Race auch nicht möglich, wenn dann Schleuder-Race. Und auch da dürfen die nicht gemeinsam abpumpen. Deswegen sollte in einer Maschine auf jeden Fall schon geschleuderte Wäsche drin sein, wo die Maschine dann nichts mehr abpumpen muss. Also wenn die abpumpt, aber kein Wasser halt mehr rauskommen kann. Weil sonst fliegt mir das Ablaufrohr aus der Wand. Aber ist ja nicht schlimm. Also doch, das wäre schon schlimm, aber auf jeden Fall wird demnächst auch ein Spin Race kommen. Aber wann kann ich euch noch nicht sagen. Jetzt hat sie die Heizung eingeschaltet. Genau. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, welches wieder von meiner Siemens sein wird. Ja, bis dahin und tschüss.